Den Flint können wir eigentlich auch da oben Nicht rein mehr ganz machen. so Yeti-haft aus. Aber ich habe auch keinen Helm mehr und ich sehe auch gerade, dass ich keine Hose mehr anhab. Was, Zieh dir Da mal hat schnell wieder was an. Haruna direkt Angst. Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051. Haruna im See. Mavia, hi. Hallöchen. Willkommen zurück zu Minecraft City 2 und dem Safetech Modpack. Jupp. Mavia und ich haben uns im Twilight Forest ein bisschen vorangebaut, sind jetzt bei irgendwelchen Highlands, wo es vorher sauren Regen gab. Ihr kommt Mavia, gar nicht ist mehr das, was zurück, da oder? oben fasziniert? Ja, ich hatte meine Rüstung aus irgendeinem Grund nicht angehabt. Ihr wollt nicht mehr zurückkommen, oder? Wie verstehe ich das? Wir sind jetzt hier noch weiter im Twilight. Genau, wir hatten beim letzten Mal die Schneekönigin besiegt. Also die zweite, die wir gefunden haben. Hier hatten wir keine Chance gegeben, sich einfach zu dematerialisieren. Ja, da war der Cut dann so, ups, wir sind da, schnell weiter geht's. Und wir müssen da vorne zu dieser komischen Insel. Yep. Ich sorge hier noch ein bisschen für Zuckerrohrnachwuchs, weil Zuckerrohr braucht man irgendwie mega viel, um Wolle herzustellen. Oder ist das jetzt auch anders geworden? Gut, von mir aus. Oh, du hast mir die Blöcke bereits zugeworfen. Yep. Ich habe Limonade gefunden. Ich könnte zwar. Ja, Limonade ist immer gut. Es geht immer noch nur über das Vlies und das Zuckerrohr. Oh. Ordentliches Neues. Ja, sag ich doch. Ja. Habe ich über dich aus ich den dachte, Augen ich habe mit verloren. Limonade nicht nachgedacht und dachte, das wäre sowas wie Limestone. Nee, 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 nee. Hast du die schon nicht hochgebaut? Ich bin dabei, ich bin dabei. Seh dich nicht. Dauert da, bei mir wie Turm bei Mephisto neben immer ein bisschen länger. Ja, die war in meinem Rücken. So viel zu die Insel ist nicht so hoch. Die wirkt nur so. So, ich habe mein Zimmer ein bisschen eingerichtet, so wie ich es letztes Mal gesagt hatte. Ist auch schon ein bisschen mehr drin. Was ich noch nicht geschafft habe, ist natürlich die anderen Häuser einzurichten, aber da komme ich auch noch hin. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Erde. Ich sehe nur den riesen Mephisto. Aber jeder sieht, glaube ich, sich selber, oder? Seine ja, Erde natürlich. Ah, stimmt, ich hatte hier Clay-Blöcke noch gemacht. Da kommen noch ein paar dazu. Und den Marktplatz hat man auch mal umrandet. Wie groß ist es denn? Wir? Ja. Wie groß ist das Schwert? Du hast keins in der Hand, aber da war gerade was. Siehst du meine Spitzhacke? Nö. Ah, verdammt, ich brauche ja noch. Ich habe nur einen Wassereimer. Ein bisschen wenig. Ist nichts drin. Es gibt nur eine Spitzhacke. Oh. Hier ist noch einer mit Schwert. Ja, der wird dann noch ein Schwert droppen, schätze ich mal. Ja. Ich brauche nur eine Spitzhacke. Was wollte ich jetzt tun nochmal? Achso, Zuckerrohr anpflanzen. Nein, ich wollte die Erde setzen. Guck mal da hinten. Da ist das Schloss. Oh, ich geil. Glaub, das ist halbiert irgendwie. Oh Gott. Das kenne ich noch nicht. Ist das das endgültige Schloss dann? Ja, ja, das ist das letzte. Ja, diese ich guck mal, ob ich da überall... Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Ey, ich bin nein. Ja, ja, dein Internet hat vorher schon Wurrup gemacht mit dir. Interessant. Das Rentier hat einen Kuh-Sound. So, da die anderen hier nicht mehr aktiv auf dem Server sind, kann ich hier einfach an dem Haus mal ein bisschen noch Zuckerrohr anpflanzen. Die haben alle viel zu schnell aufgegeben. Ja, die haben halt am Anfang durchgerusht und nicht ein bisschen sachte gemacht.
finde, ist ein bisschen schade. Die hätten auch viel mehr vom Spiel haben können. Ja. Und so, ich bin wieder da. Wo bist du? War dann auch ziemlich schnell demotiviert. Aha, ich habe meine eigene Spitzhacke. Hier ist auch wieder ein... Ich kann da gar nichts reinlegen, das ist ja doof. Riesiger Mengfesto, huhu! Gar nicht, dass ich so grüne Augen habe. Oh, da ist ein Schaf, schnell. Volle Schere. Zacke sieht sogar ziemlich klein aus. Schere. Zack. Warum macht der noch nicht mal Schaden? Eine Spitzhacke. So, und jetzt? Erreicht es? Jetzt müssen wir in die Trollhöhlen. Ich würde gucken, wo sind wir? Da sind wir. Sind die auch auf diesem Kontinent oder ist das wieder ganz woanders? Nee, die müssten auch hier sein. Ich bin mir nicht sicher, dass ich schon mal jemals in irgendwelchen Trollhöhlen war. Da hinten sind, glaube ich, welche. Mal gucken. Ich hab dich verloren. Das Schaf hat aber schnell Wolle wieder gekriegt. Sau cool, ich konnte in der Luft zweimal abbremsen. Das war irgendein Leck. Ah. Trollstein. Der Schaden kommt nach. Ja. Gott sei Dank nicht. Ja, den Trollstein hatte ich vorhin auch schon. Gucken, ob man mit dem irgendwas machen kann. Fassaden, ja, dann ist der. Fürs Erste irrelevant. Dann. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir alles Mögliche hier angepflanzt. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. War da? Troll wieder. Also wir sind hier auf jeden Fall in einer Trollhöhle. Da sind Trollpflanzen, Trollsteine. Da müssen wir jetzt nur noch den Tresorraum finden. Den Tresorraum? Ja, die haben tatsächlich einen Tresorraum. Die Riesen oder was? Ja. Nee, nicht die Riesen, sondern die Trolle. Ja. Die Trolle sind ja auch nicht gerade klein. Aber in dieser Höhle hier gibt es scheinbar keine. Nee. Noch eine andere Höhle. Och nö, jetzt geht das wieder los mit dem Suchen. Ja. Du. Frage, ob auf der Karte die Insel angezeigt hat oder ob das eine Trollhöhle ist. Also warte, Zuckerrohr wollte ich noch. Zwei Stück brauche ich noch. Zwei Zuckerrohr, ja. Ich hätte eben eins mitnehmen können. Nö, ich habe jetzt nochmal einiges an Wolle hier, das ich produzieren kann. Was soll man das mit Zuckerrohr zu tun hat? Tja, das solltest du mal im Nai erfahren. Oder im Jai, oder wie das hier heißt. Du solltest, eigentlich soll ich ihr die Betten wieder wegnehmen und du solltest selber probieren, ein Bett zu machen. Hätte ich auch vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Loom oder so irgendwas. Ja, dann mache ich das mal. Ich nehm das Bett wieder weg und... Und in den nächsten 5 Folgen versuche ich mir dann ein Bett zu craften. Zumindest 2 Folgen. Super. Hey, ich habe dich verloren. Weg damit. Ich bin erstmal vom Berg runter, um zu gucken, ob ich hier irgendwas finde. Warum ist denn das jetzt rot geworden? Jetzt steht hier ein rotes und ein weißes Bett. Das waren doch beides weiße Betten. Komisch. Kann ich hier nicht beantworten. Also diese Höhle hier ist mini, die ist irrelevant. Such du da oben, ich suche hier unten. Wer zuerst was ordentliches findet, schreit. Ah. Du hast nichts gefunden, du spielst nicht mit. Ich spiel mit. Ich habe hier eine Höhle, aber weder Trollstein noch Trollwidre drin. Und sehen tue ich auch nichts. Oh ja, ich mach das hier. Zack. Da rein. Vielleicht komme ich nicht mehr aus dieser Höhle raus, weil es immer dunkler wird. Wir fast vorschlagen, machen wir nur mal einen Cut und suchen eine Trollhöhle. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen muss. Nur der Warunder freut sich damit am meisten immer. Mit einem Cut? Ja. Dann mache ich auch einen und mache ein bisschen Möbel. Bis später. Okay, bis nachher. Wir dann jetzt in der richtigen Höhle sind. Wenn wir da hinten. Das hoffe ich mal auch für euch. Ich habe hier das erste Haus ein bisschen mit 2 Betten und einem Tisch ausgestattet. Viel mehr habe ich gar nicht hingebracht. So schnell habt ihr das Ding gefunden. Autsch. Ganz schön schmerzhaft, diese Trolle. Ach, das bist gar nicht du, das ist... Ja,
nerviges Skelett. Du glaubst auch immer, ich würde dir ständig irgendwas reinwürgen, weil es Spaß macht. Dann bist du ganz erschrocken, dass es irgendein Monster ist, das dich halt tot macht. Ja. Also irgendwie... Naja, eins muss er zugeben, Mavir, es macht ja auch Spaß. Hier kann ich dir nicht sagen, weil ich es nie mache. Überlasse ich mal den Monster. Ein Yeti, den muss ich erschlagen. Du hast übrigens einen Pfeil im Rücken stecken. Aber wenn es nur das ist. So, ich weiß gar nicht, wie ich das hier einrichte, weil hier ist eigentlich kaum Platz in diesem Häuschen. Ja, da ist wieder ein Troll. Der nächste Höhlentroll. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist hier im Wirtshaus ein bisschen aufstuhlen. Voll. Mit Abschluss von Trollstein. Oh, was hast du denn für eine fette Spitzhacke? Das ist ein Betweenlands, das ist eine Swift Pickaxe. Das ist ziemlich das einzige interessante Stück Ausrüstung, das ich bis jetzt in den Betweenlands gefunden habe. Bis auf ein paar Dolche oder so ein Kram, den keiner Sau gebrauchen kann. Die auch nur gegen Monster aus den Betweenlands wirken. Jetzt haben wir hier eine riesen Tröle. Höhle mit Trollen. Ja, eine Höhle mit Trollen. Eine Höhle mit Höhle mit Trollen ist eine Tröle. Ja. Gott. Oh, yes, das ist wieder zu spät zum Aufnehmen. Wir müssen das echt früher machen. Tja, ihr habt ja noch eine halbe Stunde vor Aufnahmebeginn irgendwas anderes gemacht. Ja, und? Wir waren pünktlich. Aufnahmebeginn, wir waren pünktlich da. Du warst dann erstmal zu spät. Aufnahmebeginn war um 20 Uhr. Ihr wart um 20 Uhr da, habt aber bis 20.30 Uhr irgendwas gesucht. Du hast uns in den Twilight geschickt, damit wir am richtigen Zeitpunkt starten. Kam also quasi was? Von dir. Ja, alles deine Schuld. Dein Befehl, deine Schuld. Wer wollte denn in den Twilight? Du. Warum bin ich da nicht dort? Ich kann dich ganz schnell herteleportieren, das ist kein Problem. Ich könnte euch auch zurückteleportieren. Doch, klar. Super. Wäre für euch ein Troll. Ja, dann werden wir getrollt. Hahaha, ha, ha. Nur nicht so, wie wir das wollen. Wir werden hier schon genug getrollt, in den Trollhöhlen, in den Trölen hier. Ja. So, die Tafelrunde ist auch schon entstanden. Wie viele Leute waren damals dabei? 8? 12? Verdammt, dann fehlen noch 2. Ist egal. Ich weiß es nicht. Betten habe ich gemacht. Jetzt fehlt wieder Zuckerrohr. Menno. Solltest du auf jeden Fall nachgucken, bevor sie finalisiert wird. Dum, 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 dum. Kann ich da auch was draufstellen? Nee. Wie würde denn hier so der Tresorraum oder so aussehen? Keine Ahnung. Ich habe noch nie einen gesehen. Ich weiß nur, dass es einen gibt. So, den Ahnung, Tunnel hier habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Ich meine mal in früheren Versionen irgendwelchen Troll-Schatzhöhlen hat oder Troll-Wohnhöhlen mal gewesen zu sein. Und da war dann, glaube ich, auch mal irgendwelche... Ich glaube, da war einfach ein großer Obsidianblock drin, ist meine Meinung. Ich weiß, was ich heute noch mache. Schlafen gehen? Nein, das, was wir letztes Mal überlegt hatten. Was ich machen kann. Erze suchen? Braucht jemand Malachit? Wir haben gerade genug. Kupfer. Kann man Milch nicht mehr so mit dem Eimer von Kühen holen? Keine Ahnung. Muss ich doch glatt mal ausprobieren. Müsste gehen. Aber ich weiß ja nicht, was die wieder alles umgestellt haben. Hallo, Mr. Kuh. Ja, Mr. Kuh kannst du auch nicht melken. Doch, kannst es gern versuchen. Doch, doch, hat geklappt. Mr. Kuh ist gemolken. Du solltest ganz schnell was essen, bist du hier. So, dann brauchen wir noch ein paar Eier. War ich wieder weiter unten mit der Energie? Ich habe doch 2,5 Herzen gesehen. Und dann kommt ein Cheesy raus. Was Mr. Kuh, ja, dann? Ja, Mr. Kuh hat mir Milch gegeben. Stell dir vor. Klingt wie so ein Stoff hier aus South Park. Mr. Kuh. So, dann haben wir 2-mal Käse. Käse habe ich von dir auch noch dabei. Dann braucht. Das kann ich sagen. Handkäse. Dann Handkäse?
Ja, Hanfkäse, genau. Okay, also Hühnchen. wir laufen auf jeden Fall weiter durch die Höhle. Ich würde noch mal einen Cut machen, bis wir diesen blöden Tresor gefunden haben, weil es ist einfach ein wahlloses Hin und Her rennen. Dann eben bis gleich. Ich werde alles soweit vorbereiten für dieses Teil hier. Und bis gleich. Jo, bis gleich. Mavia steckt fest und Mephisto meint, lass mal chillen. Ja, chill mal. Dann teleportiert mich halt zu dir, was soll's. So, meine Aufnahme läuft nämlich schon wieder. Die beiden sind busy, busy. Ich werde es überleben, also insofern, aber. Ich habe hier schon einiges gemacht. Ich muss nur gucken, ob ich einen Teig habe. Teig. Ja, Teig. Teig halt. Wann gibt's die erste Pizza? Verräter. Hehehehe. Bin gerade dabei. Jetzt, Mega, holst du mich zu dir oder sagst du, wo ich hin muss? Moment, ei, hierher, haha. Ich bin dabei, eine zu machen. Ich muss jetzt nur Salz und Digga Troll, Digga Troll. ein paar Teigdinger machen. So, nächster Versuch mit der Trollhöhle. Mann, kommen hier Gegner an. Vielleicht hier mal von unten mal ein bisschen was aus. Damit man nicht so ganz von du vorsichtig. Du rennst immer in den. Ja, ich habe den Schuss schon x-mal abgefangen, wie das meinst. Dum, 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 dum. So, wir haben 12 Teigklumpen. Aber nur zwei Fleischbällchen. Also ich hätte gern mehr als nur zwei Fleischbällchen auf einer Pizza. Also du kriegst nur ein Fleischbällchen auf die Pizza. Nein! Doch, Ich doch, wir möchte meine müssen. Fleischpizza. So. Ich mach dann das mal Es leider bohrt hier direkt vor mir einen Höhlendroll. Ich glaube, es hackt. im normalen Ofen, Der weil Creeper hat ihn weggebumst. es geht ein bisschen schneller. Tu mir mit deiner vulgären Aussprache. So, ich mache jetzt noch ein Fleischbällchen und dann kann ich drei Pizzen herstellen. Käse habe ich genug gemacht. Oh, ich Chili krieg und jetzt echt Hunger. Tomaten habe ich auch genug. Tja, siehst du mal. Dum, 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 dum. Ach, das im Cauldron, das dauert viel zu lange. Aber naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, drei Kannst du ja einen Fleisch. Hibachi craften, dem geht das Ganze schneller. Was für ein Ding? Hibachi. Müssen wir sowieso nachher noch oder demnächst irgendwann noch bauen. Wie Das schreibt ist ein sich das? Hibachi. Ach so. Hibachi. Hamachi. Hibachi Super. heißt Feuertopf auf Japanisch. Concentrated Hellfire. Also, ich Klar. habe jetzt Hamachi buchstabiert, tut mir leid. Ja, an Hamachi habe ich auch gedacht. Hopper, was? Weiß sogar, was das ist. Wow. Dafür brauchen wir Soul Sand, also müssen wir Nether. Kann man nicht. Oh. Also wir haben hier eine Riesenhöhle und bis jetzt immer noch nichts gefunden. Und So, hier noch ist ein die Chance bisschen. größer, dass wir irgendwas finden. Noch ein bisschen Bacon. Ich habe hier einen Bacon. leuchtenden Trollstein. So, dann unten den Teig. 4, Ich 1, habe hier auf 2, jeden Fall 3, irgendwann mal 4. irgendwelche Schichtpilze. Vielleicht kann man die auch auf die Pizza legen. Nee. Huge Mushroom. Huge, nee, ich habe nur normale Mushrooms. So, das Problem Meine ist, wenn ich die sind Pizza jetzt hier reinmache. Die ist fertig. Hier ist echt eine ordentliche Höhle. Uiuiui. Oh, hier ist Immer noch. Obsidian. Ich glaube, ich habe Wo, was. wo, wo, wo ist Ja, hier? hier. Ah, ja. Leuchte hier mal aus. Ich habe Pizza gemacht. Ich Jo. bin richtig stolz auf mich. Oh, Sehr hier sind schön. Ich kann auch mehrere. gerne ein Stück essen, sobald ich weiß, wo dieser blöde Obsidian-Tresor ist. Oh, hier sind mehrere, drei Stück schon. Yeah. Ja, wo ist hier? Wo ist Da, hier? wo das Licht ist und die 3 Millionen Skelette. Da, wo du nicht bist. Ja, das weiß ich Genau. auch. Das ist sehr toll. Ei, dann machen wir das Ganze halt so. So, also in Nur doch, nur Cauldron. noch mal, dass du in die Mitte kommst. Meine Güte. Aua, aua, aua. Hexen. Vielleicht bin ich Ist tot. Sachen im Cauldron zu backen, ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man lange nicht da ist. Boah, Matten. Haben wir nur einmal.
Meine Güte, wird mir hier bewitcht, wenn man ankommt. Solange du nicht geh. Naja. Da sagt einer was von Ich hab's nicht gesagt. komischer Aussprache und ich habe das mit dem Creeper noch nicht mal böse gemeint. So, dann nehme ich jetzt einfach die dicke, dicke Spitzhacke und kann das hier wegbauen oder auch nicht. Ah, ich habe Magic Beans gefunden. Also das hier ist ist der Standard. Also ich glaube, der Wobei, riesige wir ist da könnten. hinten. Wie kann ich die Ja. überhaupt wegbauen damit? Klappt bei mir nicht mit der Pickaxe. Das ist stinknormaler Obsidian. Da brauchst du einfach nur noch eine Spitzhacke, die Obsidian hacken kann. Der hat doch nur Quartz, irgendwas Zeug. Ja. Das Obsidian, also ich nehme mal schwer an, das hier hinten. Guck mal, da. Da ist der Riesen-Obsidian. Komme. So, habe ich den Eimer noch? Ja, natürlich. Oh ja. Oh ja. Oh ja, der ist groß. Der ist groß. Sehr groß. Habt ihr jetzt auch den Riesen-Obsidian gefunden, wie die anderen ihn dastehen hatten? Das, was wir hatten, war kein großer Obsidianblock. Scheibenkleister, die Hexe tötet mich, ich sehe nichts. So, ich weiß gar nicht, ob ihr an das hintere Fass da dran kommt. Ah ja, komme ich sogar auch dran. Wird mal wieder eine Nebenfolge hier, Nebensache, die ganzen Fässer dann aufzufüllen. Nerviger Höhlentroll. So, jetzt, wo Maybe ein bisschen Licht macht, ist das Ganze wieder etwas erträglicher. Erträglicher oder erträglicher? Erträglicher. Aha, mit dem geht es tatsächlich ganz, ganz, ganz mühsam vorwärts. Sammle hier, mache hier einfach mal noch ein bisschen Rohstoffe, Nahrungsmittel Vorbereitung. Geht der Giant Obsidian nur mit der Giant Pickaxe weg? Ja, mit meiner Pickaxe kann ich die nicht Huch! wegmachen. Okay. Ein Block und es geht alles weg. So, ich nehme jetzt mal eine Pizza zu mir. Angeber. Jetzt hat er mir die magischen Bohnen geklaut, der Mavia. Ups, falsche Weil ich schon Taste. zwei andere hatte. Aber ich habe auch die Lamp of Cinder bekommen. Yeah. Ah, mit der können wir, glaube ich, diese komische Dornenhecke abfackeln, meine ich mich zu erinnern. Genau, das war Sinn der Aktion. Lecker, Und wir lecker. brauchen sie im Crafting-Rezept für das Token für die Journey Map. Da fehlt uns dann jetzt aber noch der Ring aus den Betweenlands. Den kriegen wir jetzt in der Folge sowieso nicht. Da müssen wir dann zwischen den Folgen mal gucken, dass wir da rankommen. Mephisto, ich muss sagen, die Pizza war richtig gut. Das war gut, die Pizza. Ja. Sagte er, während ich Apfel aß. Ja, Früchte brauche ich ein bisschen. Habe ich nichts. Nur 23%. Geronimo! Da oben ist ein Skelett. Der leuchtet fleißig weiter aus. Ja, ich guck Gut, mal, dann haben haben wir wir aber hier das noch. jetzt soweit erledigt. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Direkt wieder zu den Dornenhecken. Ja, jetzt können wir im Prinzip raus zu den Dornenhecken und machen uns dann auf den Weg oben zum Schloss. Und da oben ist dann der Twilight zu Ende. Also, der dicker Troll. Wo habe ich Hab meinen gefackelt. Herben? So, das Mein haue Helm ich ist auch mal kaputt gegangen. woanders rein. Den Flint können wir eigentlich auch da oben Nicht rein mehr machen. ganz so Yeti-haft aus. Aber ich habe auch keinen Helm mehr und ich sehe auch gerade, dass ich keine Hose mehr an habe. Was, Zieh dir Da mal hat schnell wieder was an. Haruna direkt Angst. Leicht. Komm gleich vorbei und klau dir deine Hose. Das wirst du nicht schaffen. Nein, du stirbst und hast sie dann immer noch an, ich meine. Nein. Aber du hast ja kein Auto. Ich glaube, das wäre auch viel zu teuer, so weit zu fahren für eine Hose. Wenn es aus Gold Vermutlich. wäre. Ich glaube nee, aber, dass Eisen. man 100 Goldhosen anhat, ist schon so viele Folgen her, dass es sich nicht mehr lohnt. Ja. Aber ich könnte mir eine, könnte mal gucken, ob noch eine da hängt. Ob wir hier noch eine haben. Ja, da ist sogar noch eine. Die ist halb ganz. Halb Halb ganz. ganz. Aber meine Eine ganze halbe Eisenhose. Hose ist da. Meine Eisenhose ist auch schon fast kaputt. Scheiße, ich bin in ein Loch gefallen. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, aber so ein richtiges Wasserloch, wo man nicht mehr rauskommt. Das ist aber ein bisschen ungeschickt.
Minimal. So, mein Ich habe auch so einen Troll hier, der mich deswegen auslacht. Brustpanzer noch ein bisschen reparieren. Das sind Hexen, die lachen. Trolle lachen nicht. Okay, es ist eine Hexe. Ich bin auch vergiftet. So, ich habe hier ein bisschen was reingestellt, aber weit bin ich nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht wieder, Leicht grün. was ich die ganze Folge über gemacht habe. Ja gut, mit dem ganzen Zusammenschneiden weiß ich auch nicht mehr, wie lang die Folge wird. Dann wird das halt jetzt eine kürzere, zusammengeschnippelte Folge und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen, wieder, oder? Ja. Ja, wenn du versuchst, ein Bett zu craften, glaube ich, oder? Das hast du ja immer noch nicht Kann sein, gemacht. dass wir dann noch im Twilight Forest sind. Wir beenden dann zuerst mal noch den Twilight Forest, das ist jetzt nicht mehr viel. Tschau. Creeper, Creeper, stirb! Dann an euch vielen Dank fürs Zuschauen, an euch vielen Dank fürs Mitmachen. News und Infos gibt es hier immer bei Twitter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und schaut bei Varuna vorbei. Ciao, Leute! Jo, bei mir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye!